Ich habe immer wieder so den Eindruck, dass manche Leute ihre Heimatstädte oder auch Kaiserslautern gar nicht zu schätzen wissen. Aber Kaiserslautern ist eine echt wunderschöne Stadt. Man hat Natur drumherum, ist direkt im Pfälzer Wald. Der Pfälzer Wald ist eigentlich überall rund um Kaiserslautern immer präsent. Und dadurch kann man jederzeit, egal wo man in Kaiserslautern wohnt, immer wieder hingehen und einen kleinen Spaziergang machen, abends zur Entspannung oder auch morgens. Und auch die Stadt selbst ist im Vergleich zu anderen Städten, auch im Vergleich zu Trier, eigentlich sehr ruhig. Und was ich halt auch ganz schön finde, ist, dass es theoretisch auf dem Papier zwar durch ihre Einwohnerzahl eine Großstadt ist, aber du vielleicht außerhalb von der Innenstadt diesen Flair absolut nicht spürst. Und in der Innenstadt hast du eigentlich Großstadtflair höchstens an langen Samstagen oder an verkaufsoffenen Sonntagen, wenn wirklich richtig viel los ist. Sonst ist in Kaiserslautern eigentlich immer Totenstille. Und das macht das Ganze für mich faszinierend. Und wenn man sich hier mal die Straße anguckt, man hat auch viele schöne alte Gebäude. Ich mag das morgens an diesen schönen alten Gebäuden vorbeizugehen. Gibt es auch in vielen anderen Städten. Aber gerade solche alten Gebäude sind doch eigentlich was Besonderes. Das sind teilweise alles denkmalgeschützte Gebäude, die viele Menschen anscheinend gar nicht zu schätzen wissen. Mir nur gerade so eingefallen. Was natürlich ein Problem ist, ist der große Autoverkehr, weil es halt nur einen sehr schlechten ÖPNV gibt. Aber das ist schon fast wieder ein Thema für sich. Ach ja, was ich euch auch noch erzählen wollte, ist, heute Morgen habe ich gelesen bei Twitter, dass Kapstadt, die Hauptstadt von Südafrika, kurz davor ist, die erste Stadt oder erste Weltstadt auf der Welt zu werden, in der Wassermangel demnächst ein riesengroßes Problem wird. Und wir sollten uns dann wirklich mal damit auseinandersetzen, was unseren Wasserverbrauch und unseren Wasserkonsum betrifft, und eben nicht so viel Wasser verbrauchen durch tägliches Duschen oder ständig die Klospülung auf volle Pulle zu drehen und in der Klospülung wertvolles Trinkwasser benutzen. Da kann man auch Regenwasser dran benutzen. Wir sollten uns mehr mal dem widmen, die Welt zu schützen und an andere Menschen zu denken, die das Wasser viel nötiger haben als wir. Hier sieht man übrigens auch wieder eins von den schönen Gebäuden. Das ist das alte Polizeipräsidium am Philipp-Maes-Platz. Eines der schönsten Gebäude eigentlich in Kaiserslautern. Hier steht sogar eine alte Platane, die ca. 130 Jahre alt ist und am 16.12.1978 zu einer Tunnelmauer ausgewiesen wurde. Also man findet in Kaiserslautern immer wieder interessante Stellen, die faszinierend sind, und auch in anderen Städten. Man sollte sich auch mal mehr mit seinem Umfeld auseinandersetzen und sich auch mal bewusst machen, dass es anderen Menschen eigentlich viel, viel schlechter geht wie uns. Und das ist was, das mich jeden Tag eigentlich motiviert. Gut, ich habe auch meine deprimierten und depressiven Phasen. Aber was mich tagtäglich immer wieder motiviert, in den Tag zu steigen, und was für mich auch immer eine Motivation war, am Leben zu bleiben und weiterzuleben, egal wie es mir geht, ist dieses Ding, dass ich mir sage, anderen Menschen geht es viel schlechter als mir. Also sollte ich nicht so rumjammern. Und ich merke mir immer, hier wo ich bin, ist es schön. Ich kann doch froh sein, dass ich hier bin. Und auf der anderen Seite denke ich mir aber, deshalb bin ich Raumplaner geworden. Man sollte sich immer bewusst machen, dass man jederzeit auch anderen Menschen helfen soll und in Entwicklungshilfe gehen soll, anderen Ländern helfen soll. Denn so ein bisschen unter die Arme greifen, Hilfsbereitschaft, das ist eine Eigenschaft, für die ich immer gelobt werde. Und das ist nach die einzige Eigenschaft, die wirklich cool ist. Ja, ich sage an dieser Stelle wie immer mal Tschüss. Und wenn ihr mir ein Abo dalasst oder mich schon abonniert habt, dann seht ihr auch die anderen Vlogs und Videos auf meinem Kanal. Ciao!